Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, hier zu einem kleinen Infovideo. Und ja, hier geht es dieses Mal um ein paar hilfreiche Webseiten, die ihr gebrauchen könnt für FIFA 13 Ultimate Team. Und auf den Seiten könnt ihr dann die Preise der Spieler beobachten und ja, alle möglichen Informationen dazu rausfinden. Und das möchte ich euch heute mal zeigen, wie das denn genau funktioniert. Da habt ihr einmal hier die Ultimate Team Database, ultimateteamdb.nl. Und hier habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten. Hier habt ihr zum Beispiel Xbox 360 Trading, PlayStation 3 Trading, PC Trading, Squad Creator, Player Database, Goalkeeper Database, Stuff, Kits and Stuff. Gut, fangen wir mal an hier beim Xbox 360 Trading. Da habt ihr, ja, ich habe gerade schon mal ein Video aufgenommen. Suchen wir einfach nochmal neu. Ronaldo. Zack, na, will er nicht. So. Hier könnt ihr auf jeden Fall nach Spielern suchen. Und wenn ihr die anklickt, seht ihr hier erstmal hier den Durchschnittspreis, was der im Moment ja, kostet. Hier seht ihr auf dieser Skala, wie viel der Ronaldo gekostet hat. Der rote ist immer der teuerste an dem Tag, das blaue ist der Durchschnittspreis für den Spieler und das grüne ist der günstigste Preis für diesen Spieler an diesem Tag. Und ja, ihr seht, er ist schweineteuer. Und wenn ihr über die einzelnen Tage geht, dann ja, genau, dann seht ihr immer den Durchschnittspreis oder beziehungsweise je nachdem, worauf ihr da haltet. Gut. Ihr könnt auch hier gucken, wie viele Spieler denn verkauft wurden, an welchem Tag. Einer, null, einer, yay. Also der ging ja richtig ab. Ihr könnt auch suchen nach bestimmten Formationen, was der da gekostet hat. Das macht bei Ronaldo jetzt allerdings nicht so viel aus. Könnt hier die Formation auswählen. Und ja, da dann nach eurer bestimmten Formation suchen. Weil manche Spieler sind ja in bestimmten Formationen teurer als andere. Und von daher könnt ihr da auf jeden Fall mal durchschauen. Und das hier finde ich auch noch relativ interessant. Ihr könnt euch angucken, wie viele Spieler verkauft wurden und was jeder einzelne Spieler in den letzten 14 Tagen gekostet hat. Und dann seht ihr diese Skala hier, bla 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 bla, zack, wie viel der Ronaldo jedes Mal gekostet hat. Das geht auch mit jedem beliebigen anderen Spieler, der recht häufig verkauft wird. Ihr habt hier noch die ganzen Werte von ihm, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Portugal, 92er Rating, linker Flügel, 1,86 ist er groß, wann ist er geboren und so weiter, Average Price. Das auf jeden Fall zu diesem Tab. Das gleiche habt ihr auch für die PlayStation 3. Genau das gleiche Ding, bloß dann halt mit anderen Preisen. Und für den PC sieht es genauso aus. Ja, der Squad Creator, war ich gerade schon mal drauf. Der funktioniert noch nicht wirklich. Da könnt ihr auf jeden Fall eine andere Website für benutzen, zu der wir gleich noch kommen. Die Database ist im Prinzip genau das gleiche. Sumahoro, suchen wir mal da. Haben wir ihn schon. Da seht ihr auf jeden Fall hier unten recht spannend. So ist es Standard eingestellt. Ich habe da gerade schon ein bisschen rumgesucht. Ja, ja, Sumahoro zum Vergleich hier auf der Xbox im Schnitt wert 2274 Coins, auf der PlayStation 3600 Coins und so weiter. Habt hier die Werte von ihm, wie schnell er ist und so weiter. Das sind die Werte, die ihr auch so sehen könnt auf der Karte direkt. Kommt von der Elfenbeinküste, wo er spielt, bei welchem Verein und so weiter. Aber habt hier die Ingame-Attribute. Und dann, ja, das sind halt die Attribute, die versteckt sind sozusagen und die ihr nur im Spiel sehen könnt. Und da macht es schon mal einiges aus. Hier zum Beispiel die Skill-Moves könnt ihr sehen, wie gut er springen kann, wie gut er sich positioniert, wie aggressiv er ist, wie er mit dem Ball um die Ecke schleudern kann, seinen Langschuss und sein Weitschuss, Langschuss, ja genau, Weitschuss und so weiter. Also alle möglichen Ingame-Werte von den einzelnen Spielern. Und ihr könnt hier auch direkt, wenn ihr zum Beispiel einen Spieler sucht, ihr braucht hier einen Albaner aus der Extraklasse. Ich glaube nicht, dass es da einen gibt, aber schauen wir mal. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Doch, einen gibt's. Edgar Cani, den guten Alten. 64er Gesamtwertung. Gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, wie das auch funktioniert. Also ihr könnt hier oben dann alles Mögliche eingeben. Ihr habt hier die ganzen Nationen, wenn ihr zum Beispiel einen Holländer-Squad zusammenbaut und noch einen für den Rechtsaußen braucht, aber Robben zu teuer ist, dann
könnt ihr hier nachschauen, wo ihr, wen ihr denn noch haben könnt. Ihr könnt auch direkt einfach nur nach der Liga suchen und so weiter. Also sagen wir, wir wollen zum Beispiel hier aus der Bundesliga einen haben, der mindestens, na, was sagen wir hier? Da, da ist das Rating, der mindestens Silber ist. Und dann könnt ihr hier noch einstellen, er soll zum Beispiel Pace haben, also Geschwindigkeit, Schnelligkeit, von mindestens 85. Und dann suchen wir mal. Und da habt ihr hier alle möglichen Bundesligaspieler aufgelistet mit einer Pace von mindestens 85. Könnt ihr hier runterscrollen und seht dann, ja, wer denn da relativ fix unterwegs ist. Gut, also hier könnt ihr euch dann auch mal, ja, Informationen holen, wen ihr dann vielleicht noch woanders aufstellen könntet. Und seht dann auch direkt, was die Spieler kosten. Alles im Überblick, die ganzen Daten von den einzelnen Spielern, wo die spielen und so weiter. Finde ich auf jeden Fall eine recht coole Sache. Das gleiche gibt es auch für den Torwart. Da haben wir jetzt gerade schon mal neuer gesucht. Genau das gleiche. Ihr seht den Durchschnittspreis von den drei Plattformen und seht seine Werte und was er sonst noch so kann hier. Und ja, dann haben wir hier hinten noch Stuff und Kits. Ups, na, das ist ein bisschen buggy hier. Ja? Da, da könnt ihr euch zum Beispiel dann die ganzen Trikots anschauen. Wir gehen mal zum Beispiel Groningen. Habt hier auch direkt dann den Kader von Groningen. Seht, was der dann im zusammen kostet. Auf der Xbox und auf der PS3. Warum auch immer nicht PC hier nicht drin ist. Seht, ob die schon irgendwelche Informs hatten, ob da irgendwer abgegradet wurde. Und schauen wir mal kurz, ob das auch wirklich so passt. Ne, noch nicht ganz. Ist noch nicht auf dem neuesten Stand. Auch hier die Preise. Also, obwohl der Inform ist ja drin hier. Verstehe ich nicht. Egal. Werden sie wohl noch beheben. Ihr seht auf jeden Fall hier den kompletten Kader von dann einer Mannschaft, vom Hamburger SV zum Beispiel. Und ja, könnt dann sehen, wenn ihr euch diese Mannschaft zusammenstellen wollt, was ihr da ungefähr einplanen müsst. Kann natürlich immer ein bisschen teurer sein oder ein bisschen günstiger, je nachdem, wie glücklich ihr da seid. Dann habt ihr hier noch eine Übersicht über alle möglichen Trainer, Manager, Physiotherapeuten und so weiter, was die euch bringen. Und ja, habt hier noch die Stadien, die ihr euch reinziehen könnt. Da seht ihr dann zum Beispiel, wie viele Leute in das Stadion reinpassen. Was das jetzt wirklich bringt, ist natürlich eine andere Sache. Ihr seht, was die Consumables kosten, also was die Verbrauchsobjekte kosten. Zum Beispiel hier die Heilungskarten, für wie viel die im Schnitt weggehen, wie viel die teuerste war und so weiter. Finde ich eine sehr coole Sache. Habt hier auch alles mögliche, also die Trainingskarten. Alles plus 10 geht zum Beispiel hier im Schnitt für 560 Coins raus. Managerformationen, Spielerformationen, seht ihr auch, 4-3-3 im Schnitt für 3000, das teuerste für 5000 und das günstigste für 450. Also da seht ihr, da ist eine Riesenspanne hier zwischen. Da könnt ihr dann auch immer ein bisschen Asche machen, ne? Das als kleinen Tipp so nebenbei. Habt hier dann die Trainingspreise. Die könnt ihr dann immer live absuchen. Und dann seht ihr, zeigt ihr euch immer den günstigsten Sofortkaufpreis von der jeweiligen Formation an. Und bei wie vielen Minuten die ist. Das heißt, ihr könnt da sofort vernünftig hinsuchen. Zeigt euch auch den Durchschnitts-Sofortkaufpreis an. Das heißt, damit könnt ihr natürlich auch ein bisschen Asche machen. Geht sowohl für die Xbox als auch für die PlayStation 3. Für den PC leider irgendwie nicht. Warum auch immer. Und es ist auch sehr buggy. Wie ihr jetzt gerade seht, ich habe draufgeklickt und es passiert nichts. Das gleiche gibt es natürlich auch für die Position, für die Positionskarten. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hier, er lädt. Ja, Positionskarten funktionieren. Zack, da habt ihr es. Der günstigste Sofortkauf im Moment 8,3. Läuft noch 5 Minuten und 27 Sekunden. Und der Durchschnitts-Sofortkaufpreis ist 10.000. Da könnt ihr also mal ordentlich Schotter machen, wenn ihr das vernünftig kauft und teuer wieder verkauft. So, dann könnt ihr hier noch ein paar Spieler vergleichen, das aber nicht so schön gemacht ist. Seht hier den Markt, den Preistrend für bronzene Spieler, für silberne Spieler und für Goldspieler, wie die Preise denn wirklich steigen. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, aber ist anscheinend auch ein nettes Feature, wo man mal ein bisschen was machen könnte. Naja, auf jeden Fall das zu dieser Website. Und dann haben wir hier noch,
foothat.com. Da könnt ihr dann auch nach einem Spieler suchen. Zack, Messi, Lionel. Habt dann hier auch die ganzen Attribute von ihm, die wir auch gerade schon bei Ultimate Team DB gesehen haben, unten eingeblendet. Hier ist ein bisschen schöner aufgewertet, allerdings sind hier die Preise nicht ganz so gut. Ja, sind ziemlich daneben. Was aber ganz cool ist, ist, ihr könnt hier Kommentare posten, wenn ihr euch eingeloggt habt. Und seht dann, was die Leute dazu sagen. Und was ich hier eine richtig coole Aktion finde, ist Similar Players. Das heißt, ihr seht zum Beispiel jetzt ähnliche Spieler, die auf dieser Position auch spielen, aus der gleichen Liga oder aus der gleichen Nation. In Gold, in Silber, in Bronze. Also da könnt ihr dann alles Mögliche durchgucken. Silberspieler auf der Position und so weiter. Finde ich ein sehr cooles Feature. Ihr könnt die Spieler dann auch wieder direkt angucken. Zack, Karim Benzema wieder. Wen haben wir denn da noch im Franzosen-Team, beziehungsweise als Franzose. Und so könnt ihr euch dann auch eure Mannschaft da irgendwie zusammenstellen oder noch Alternativen finden, falls ihr euch Benzema nicht leisten könnt. Ja, was haben wir noch? Genau, verschiedene Vereine. Hier sind dann Leute, die, beziehungsweise wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr eure Vereine auch posten. Und die können dann bewertet werden. Hier haben wir zum Beispiel hier mal die FIFA 13 Midget Edition. Das sind alle Spieler, die unter 61 sind, glaube ich. Hat irgendjemand zusammengestellt. Ganz witzige Idee auf jeden Fall. Und da seht ihr dann hier oben auch direkt den Preis für die PlayStation 3, für die Xbox und für den PC im Schnitt. Und da könnt ihr euch dann orientieren, wie viel ihr ungefähr für euer Lieblingsteam ausgeben müsst. Ihr könnt euch natürlich auch selbst eine Mannschaft erstellen. Zack. Speichern. Die Formation könnt ihr auswählen und dann könnt ihr einfach suchen nach Spielern. Nehmen wir zum Beispiel mal Hugo Lloris. Ihr seht hier oben auch direkt die Chemie, wie viel die dann insgesamt ist. Und die Einzelchemie, wenn wir jetzt hier nochmal einen französischen Spieler hinstellen, genau, dann haben die beide schon 9 Chemie. Und da seht ihr dann die individuelle Chemie, wie das dann passt. Also da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr euch eine Mannschaft erstellt. Ja, und das war es auch eigentlich schon zu dieser Seite. Und dann haben wir hier noch, foodwiz.com. Muss ich ehrlich sagen, da war ich noch nicht wirklich drauf, aber ihr habt hier eine detaillierte Spielersuche, könnt hier suchen. Schwacher Fuß, der soll mindestens 4 Sterne haben und mindestens 5 Sterne Skill Moves und sollte ein Mindestrating haben von, gehen wir mal hoch hier, 75, also mindestens Gold. Suchen wir mal durch. Haben wir Ronaldo, Ribéry, Zlatan, Nani und so weiter. Die sind dann aufgelistet nach ihrem Rating von oben nach unten mit dem Durchschnittspreis auf der jeweiligen Plattform. Ihr habt hier natürlich auch einen Squad Builder, wie ihr das gerade schon bei Foothat gesehen habt. Und ja, seht hier auch ein paar erstellte Teams. Genauso wie ihr das gerade auch schon bei Foothat gesehen habt. Collectors Book, keine Ahnung, was das ist. Ich bin gerade nicht eingeloggt. Smart Auctions funktioniert noch nicht. Und hier seht ihr noch ein paar Livestreams von irgendwelchen Leuten, die gerade am Streamen sind. Gut, ich finde die Seite ein bisschen unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Foothat und Ultimate Team DB reichen da vollkommen aus. Und für die Preise am nächsten dran ist, glaube ich, Foothat. Beziehungsweise kommt es mir so vor. Nee, ist Foothat. Ist Ultimate Team DB. Ich glaube, das ist wirklich die Plattform, die wirklich am nächsten mit den aktuellen Preisen dran ist. Foothat ist da so ein bisschen hinterher und Foodwiz haben wir noch gar nicht wirklich geschaut. Aber können wir ja mal eben machen hier. Player Information, sagen wir mal Messi. Was kostet der Messi? 1,15 Millionen 900.000. Zum Vergleich. Zack, Messi. 944.000, okay. Aber wie gesagt, hier seht ihr ja direkt, für wie viel die weggegangen sind, alle Trades und so weiter. Das heißt, ich denke schon mit ziemlicher hoher Wahrscheinlichkeit, dass Ultimate Team DB die akkurateste ist. Ja, gut, dann würde ich sagen, das war's auch schon
davon. Ich klatsche euch die drei Links hier auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr dann gucken und dann auf die Seiten draufgehen und euch da ein bisschen austoben. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Sache. Macht's gut, haut rein, ciao mit V und Mädels, Hup vom Tisch. Schön warm einpacken, dass die Dinger nicht abfrieren.